Okay, ihr Lieben, Realismus. Ich mache dieses Video, weil ich jetzt gerade beim Einkaufen tatsächlich über einen AfD-Aufkleber gestolpert bin. Der hat meinen Weg gekreuzt, oder besser gesagt, ich sein, wo drauf stand AfD, die Realisten. Und als ich das gesehen habe, musste ich offen gesagt etwas schmunzeln. Und es hat folgenden Gedanken freigesetzt bei mir oder ausgelöst, der jetzt auch nicht ganz neu ist. Und vielleicht ist auch ein Fehler, das jetzt ausgerechnet an diesem Auslöser zu verhandeln, das Thema Realismus. But I can't help it. Das war halt der Grund, wie das losging bei mir. Also, kurz gesagt, wir leben heute in einer Welt, in der so gut wie jeder jedem fehlenden Realismus vorwerfen kann und für sich in Anspruch nehmen kann, der wahre Realist zu sein. Und vielleicht sollte ich mich dafür schämen, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Auch ich benutze diese Figur des fehlenden Realismus ziemlich oft, also werfe irgendwelchen Leuten fehlenden Realismus vor. Das ist aber eigentlich jetzt so mit etwas Abstand betrachtet einfach albern. Der Grund liegt einfach darin, wir alle haben Zugang zu verschiedenen Realitäten und hauptsächlich, wenn wir eben über Realismus reden, haben wir Zugang zu diesen Realitäten über unsere Bedürfnisse. Menschen brauchen einfach bestimmte Dinge, ohne die sie nicht leben können. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Ich würde sagen, tatsächlich von Natur ist es so. Bei allen Pseudo-Bedürfnissen oder künstlich erzeugten Bedürfnissen, also die im technischen Sinne gar keine Bedürfnisse sind, sondern weiß nicht was. Aber auch wenn wir also all das weglassen, bleibt noch wahnsinnig, wahnsinnig viel Bedürftigkeit übrig. Und genau über diese Bedürftigkeit koppeln wir Menschen an die Welt an. Also wir brauchen zum Beispiel, was weiß ich, saubere Luft. Wir brauchen Wasser, wir brauchen aber auch sowas wie Anerkennung, wir brauchen Abwechslung, wir brauchen Bewegung, wir brauchen jede Menge Zeug. Und der Kontext, in dem wir uns eben dieses Zeug verschaffen, ist sozusagen für uns die Realität und wir leben in diesem Sinne halt auch in sehr unterschiedlichen Realitäten. Zum Beispiel durch den Zufall der Geburt, wo wir hingeboren worden sind, auch in was für eine Familie, was für einen Beruf wir haben, der uns eben unser Auskommen sichert oder eben auch gar keinen Beruf, wo wir es dann aus anderen Quellen tun. Und egal, wo wir jetzt zufällig in unserer Position in der Gesellschaft sind oder in der Welt, haben wir eben Zugang zu verschiedenen Realitäten, zu denen andere Menschen gar nicht den gleichen Zugang haben können wie wir. Und wenn da Menschen also sozusagen über etwas reden und unsere eigene Realität nicht hinreichend würdigen oder berücksichtigen in ihren Gedankengängen, eben genau dort, wo sie sich berühren, und das ist in sehr vielen Fällen der Fall, wenn es um Politik geht, dann ist es eben so, dass wir sehr schnell dabei sind, dem anderen fehlenden Realismus vorzuwerfen. Ein Sonderfall gibt es noch, das ist, wenn es um vorausschauende Dinge gibt, also Spekulationen auf die Zukunft, wo wir sagen, vielleicht sind jetzt gerade alle Bedürfnisse erfüllt oder es ist ganz okay, wie es ist, aber in absehbarer Zeit wird sich Folgendes und Folgendes ergeben und das wird nicht hinreichend in das momentane Handeln eingeplant. Dazu kann man sagen, darin sind wir Menschen generell sehr schlecht. Wir sind halt, wie soll man sagen, Unmittelbarkeitslebewesen. Was wir relativ gut können, ist auf bestehende, aktuell bestehende Bedürfnisse irgendwie zu reagieren, auf zukünftige Bedürfnisse, die einzupreisen und zu berücksichtigen in unserem gegenwärtigen, jetzigen Handeln. Darin sind wir generell schlecht. Ich glaube, dass auch da eine Losdemokratie Abhilfe schaffen kann. Warum? Weil es immer sozusagen irgendjemand gibt, der sozusagen mit dem, was da auf uns alle zurollt, schon etwas mehr in Kontakt ist als andere. Und insofern ist tatsächlich eine wirklich demokratische Gesellschaft paradoxerweise neben ihrer großen Robustheit auch eine sehr sensible Gesellschaft. Also es sind dann sozusagen unsere lieben Mitbürger, die überhaupt eben durch Demokratie zu sowas wie unsere lieben Mitbürger werden, die uns darauf hinweisen, dass es Handlungsbedarf gibt, dass sie vielleicht jetzt im Moment sie stärker von einem Problem schon betroffen sind, von dem in Zukunft mehr von uns betroffen sein werden oder sogar wir alle. Und insofern können Demokratien etwas, was andere Gesellschaftsformen nicht können. Sie können frühzeitig und proaktiv handeln und nicht nur reaktiv. Das sieht man auch wiederum sehr deutlich an der attischen Demokratie, die in verschiedenen Punkten extrem vorausschauend gehandelt hat, eine Form von vorausschauenden Handeln gezeigt hat, die man unseren heutigen Gesellschaften nur dringend wünschen kann, dass wir sie auch realisieren könnten. Und kurz gesagt, sind wir also sozusagen alle Realisten, nur eben mit unterschiedlichen Zugängen zu unterschiedlichen Realitäten, die sich aber eben berühren, die durchaus auch füreinander relevant sind. Oder umgedreht könnte man auch sagen, uns allen fehlt Realismus. Und die Form, wie wir also sozusagen mit der Realität in einem umfassenderen Sinne in Kontakt kommen können, sind lustigerweise unsere Mitmenschen in der Rolle von Mitbürgern. Also in der Begegnung der verschiedenen als Gleichwertigen konfrontieren wir uns sozusagen mit einem sehr viel größeren Umfang von Realität, der verkörpert wird eben durch Menschen selbst. Also wir haben dann Menschen, die sozusagen Realitäten repräsentieren oder verkörpern für uns.
Und dann wird also sehr viel mehr gesellschaftliche Realität gleichzeitig greifbar. Und das passiert eben auf gelosten Bürgerversammlungen. Also insofern sind geloste Bürgerversammlungen ein super Feedback-Tool für die Gesellschaft oder eine Möglichkeit der Gesellschaft überhaupt, sich selber als Ganze ansatzweise wahrnehmen zu können, wie wir das als Einzelmenschen in unserem privaten Alltag gar nicht kommen können, weil wir immer in unseren privaten Bubbles gefangen sind. Wir haben immer nur Zugang zu bestimmten Dingen, nie zu der Realität in ihrer Verschiedenheit und Komplexität. Und das Problem geht eigentlich immer dann los, wenn wir glauben, dass unsere kleine Bubble, unsere kleine Realität, in der wir uns im Privatleben bewegen, und dazu zähle ich das Berufsleben durchaus auch, ja, auch unser Berufsleben ist technisch gesehen Teil des Privatlebens, ja, und eben nicht politisch, wenn wir das verwechseln mit der Realität der Gesellschaft als Ganzen. Und geloste Bürgerversammlungen, Demokratie, konfrontiert uns mit diesem Irrtum, dass wir immer dazu neigen, unsere private kleine Bubble, unsere kleine private Welt mit der Welt als Ganzer zu verwechseln. Weil wir auf gelosten Versammlungen mit sehr viel mehr Realität konfrontiert werden, eben vermittelt über unsere Mitbürger, die eben dann uns, wenn wir darauf beharren, dass unsere kleine Welt die Gesellschaft sei oder die Welt sei oder die Realität sei, uns damit konfrontieren, dass dem offensichtlich nicht so ist, weil auch sie Realität repräsentieren, und zwar eben andere Ausschnitte daraus oder andere Bereiche daraus oder weiß nicht, wie wir das dann nennen wollen. Und insofern bilden wir tatsächlich durch Demokratie einen erhöhten Realitätszugang, auch einen frühzeitigeren Realitätszugang und auch eine Fähigkeit, mit der Realität sozusagen viel aktiver umzugehen, bewusster umzugehen, als wir das als Privatmenschen überhaupt erreichen können. Also so viel Bewusstseinsarbeit und so viel Reflexionsarbeit und so viel über den Tellerrand schauen kannst du gar nicht machen, um dahin zu kommen, wo dich eine geloste Bürgerversammlung automatisch hinbringt. Auf viel eleganter, auch auf viel angenehmere Weise, viel unangestrengter und auch viel zuverlässiger. Also kurz gesagt, wir können uns privat von unseren Biases, von unseren Schlagseiten, von unseren Borniertheiten gar nicht heilen, so sehr wir uns auch bemühen. Auf gelosten Bürgerversammlungen schenken wir uns das sozusagen gegenseitig. Und wenn wir das halt nicht machen, werden wir gefangen sein in diesem Spiel, wo wir uns alle, und zwar zu Recht, wechselseitig fehlenden Realismus vorwerfen, wobei wir alle gleichzeitig irgendwie Recht haben, indem wir halt bestimmte Realitäten repräsentieren. Und das mag man oft, wie soll man sagen, in Abrede stellen, dass bestimmte Leute, dass es da überhaupt um, was weiß ich, menschliche Realitäten geht oder um Bedürfnisse, aber naja, Fakt ist, alle Menschen haben Bedürfnisse. Und auch hinter den krudesten politischen Ansichten liegt irgendwo dahinter eine Bedürfnisebene. Also Leute brauchen irgendwas, was sie nicht kriegen. Ihnen fehlt irgendwas, was sie nicht kriegen. Und da durch Demokratie das, was eben oft stattdessen dann stattfindet, nämlich Statuskämpfe, also dass Leute zum Beispiel ihre eigenen Bedürfnisse viel wichtiger nehmen als die von anderen Menschen, sowieso aufgehoben ist durch das Losen, weil alle gleich viel da sind, gleichrangig sind, weil die Prozesse so gestaltet sind, dass niemand mehr Einfluss auf diesen Prozess hat als ein anderer von uns, weil das sowieso durch Demokratie systemisch, strukturell, verfahrenstechnisch aufgelöst ist, findet nicht mehr diese Überlagerung durch Statuskämpfe statt. Und dadurch, dass diese Überlagerung durch Statuskämpfe nicht mehr stattfindet, weil gesetzt ist, dass wir alle den gleichen Status haben, eben durch den demokratischen Prozess, ist es so, dass wir dann an die Bedürfnisse, um die es eigentlich geht, überhaupt rankommen. Vorher wird es immer so sein, dass manche Menschen sich halt wichtiger nehmen als andere oder glauben, sie hätten irgendwelche Privilegien oder Vorrechte. Eine Demokratie beseitigt das verfahrenstechnisch. Und dann können wir über das reden, was eigentlich Sache ist oder über die Realität, ja, nämlich die Bedürfnisebene. Worum geht es eigentlich? Was brauchst du? Und da sind wir Menschen dann sehr findig und auch sehr spürig, zumindest in einer unmittelbaren, gleichrangigen Begegnung, dass wir merken können, wo drückt denn der Schuh mehr? Wer ist bedürftiger als ein anderer? Wer braucht denn da? Wo müssen wir eher hinschauen? Was ist wichtiger als was? Also auch Priorisierung von verschiedenen Interessen, von verschiedenen Bedürfnissen gelingt uns Menschen in demokratischen Prozessen sehr, sehr gut. Und meine Deutung ist immer, dass wir das deswegen so gut können, weil das in evolutiven Prozessen vorgebildet ist. Also sozusagen, wir mussten das belernen als Gruppenlebewesen, also aus der grauen Vorgeschichte, aus der Frühzeit der Menschheit, mussten wir einfach in Gruppen lernen, Bedürfnisse aufeinander abzustimmen, Bedürfnisse zu priorisieren, und daher können wir das. Wir können das aber halt in einem Rahmen, wo wir uns unmittelbar begegnen, wo es relativ egalitär zugeht, und das ist eben etwas, was unter heutigen Großgesellschaftsbedingungen, einer komplexen, modernen, differenzierten Großgesellschaft eben sozusagen hergestellt wird durch das Losverfahren und geloste Versammlungen. Das ist sozusagen die Komplexität der Realität, die Komplexität unserer Welt, die Komplexität der Gesellschaft runtergebrochen auf das Maß, das wir prozessieren und verhandeln können, also auf ein menschliches Maß. Und das können wir dann relativ gut. Ja? Wir kriegen das ganz gut hin. Also
wenn dann Leute da sind und diesen Ausschnitt der Welt repräsentieren und da drückt der Schuh richtig, dann können wir das spüren, dass da wirklich Not an der Frau, Not am Mann ist. Und wenn Leute sich also nur aufspielen und wichtig machen und wichtiger nehmen als andere und also praktisch mit einem aristokratischen Habitus dahin kommen, im Sinne von, meine Bedürfnisse sind per se wichtiger als die anderer Menschen, dann interessiert das uns auf demokratischen Versammlungen relativ wenig. Da sind wir relativ immun. Solche Leute lassen wir dann prozessseitig einfach auflaufen. Und zwar ohne, dass wir uns da künstlich hintrietschern müssen. Das passiert dann einfach. Ja, sozusagen, man merkt dann, wo der Schuh drückt als Mensch. Und man merkt es einfach. Und das passiert aber eben nur in einem demokratischen Rahmen. Außerhalb solcher Rahmen gelingt das immer, dass eben sozusagen im Privaten sich manche Menschen irgendwie wichtiger nehmen als andere und damit dann sehr gut durchkommen. Aber in demokratisch gelosten Versammlungen ist da einfach eine andere Mechanik, eine andere Dynamik am Werk. Und da sind wir relativ immun gegen diese Effekte. Da merken wir einfach, okay, da müssen wir jetzt was handeln. Und das ist halt mehr so jemand, der noch nicht mitgekriegt hat, dass er nicht allein auf der Welt ist und dass es auch noch andere Menschen gibt und dass die auch wichtig sind. Das Schöne an der Demokratie ist einfach, dass sie alle Menschen gleich wichtig nimmt und dass sie eben auch unsere verschiedenen Realitäten aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft freundlich zusammenführt. Und freundlich kann es eben nur deswegen sein, weil diese Statuskämpfe eben systemisch, verfahrenstechnisch ausgeschaltet sind, weil es nicht mehr darum geht, nicht über den Tisch gezogen zu werden, nicht untergebuttert zu werden, nicht runtergedrückt zu werden und man sich dann die ganze Zeit in so einem Hab-Acht-Stellung ist oder in so einem Ich-muss-mich-wehren oder Ich-muss-mich-durchsetzen-Zustand ist. Und das ist einfach kommunikativ eine schlechte Ausgangslage. Also ohne Demokratie landen wir halt immer in unproduktiven Kämpfen, die letztlich Statuskämpfe sind, Kämpfe um Anerkennung, Kämpfe um Vorherrschaft, Kämpfe um Privilegien. Das alles schaltet Demokratie aus und deswegen geht es auf demokratischen Versammlungen, auf gelosten Versammlungen dann auch so erschreckend sachlich und empathisch zugleich zu. Also die Sache ist dann eigentlich tatsächlich unsere Bedürfnisebene. Also das Gefühl und Bedürfnisse unsachlich sein ist auch so ein Mythos, den eigentlich Antidemokraten aufgebracht haben. Ich finde, es gibt fast nichts Sachlicheres, worüber man produktiver reden kann, als gerade die Bedürfnis- und Gefühlsebene. Was ist wichtig? Also starker Gefühlsausdruck bei uns Menschen ist einfach ein sehr klarer Ausdruck von, da sind halt Bedürfnisse offen oder sind Bedürfnisse erfüllt. So ganz klassisch gewaltfreie kommunikationsmäßig. Also wo starke Emotionen sind, wo die unmittelbar spürbar sind, da geht es jemandem gerade etwas genau sehr gut, weil wichtige Bedürfnisse gerade erfüllt wurden. Ja, dann freuen sich Menschen und wenn halt Bedürfnisse, wichtige Bedürfnisse unerfüllt sind, schon geraume Zeit oder in einem hohen Ausmaß, dann ist es halt so, dass sich das auch durch die Stärke der Emotionen ausdrückt. Und insofern haben auch gerade Gefühle und Bedürfnisse eine klare Sachebene und genau mit dieser klaren Sachebene dealt Demokratie sehr, sehr produktiv, sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr einvernehmlich verträglich. Das können wir Menschen. Wie gesagt, ich glaube, wir können es einfach deswegen, weil wir das in Vorzeit, also als wir noch Jäger-Sammler waren, einfach können mussten. Das ist ein evolutionäres Feature, das sich ausgebildet hat, weil es einfach zum Überleben der Gruppe einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig war. Und das ist immer noch da, das ist relativ stabil und geht auch nicht weg, nur weil wir jetzt seit 10.000 Jahren in Sesshaftigkeit machen und halt viel größere, viel komplexere Gesellschaften ausbilden. Das Feature ist immer noch da, weil die biologische Evolution glücklicherweise ziemlich langsam ist und dann solche Dinge nicht einfach von heute auf morgen verschwinden. So meine sehr, sehr freundliche Deutung. Also, liebe, liebe Leute, wir sind alle Realisten oder umgekehrt geredet, wir sind alle keine Realisten. In einen guten Realitätsbezug kommen wir paradoxerweise durch Politik, durch Demokratie, aber eben nur, wenn Politik und Demokratie organisiert werden durch das Losverfahren, wenn der eigentliche politische Prozess auf gelosten Versammlungen stattfindet. Dann läuft es richtig, richtig gut, sonst halt einfach nicht. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden muss.